Und damit begrüße ich die Teilnehmerinnen und Zuseherinnen, die hoffentlich zahlreichen an den diversen Endgeräten weltweit. Mein Name ist Salvador Oberhaus. Ich bin Mitarbeiter der Rosa-Luxemburg-Stiftung in NRW und begrüße euch und Sie zu unserer heutigen Online-Diskussionsrunde, eine Premiere für die Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW, Moria, Corona und die Schande der Europäischen Union. Kurz vorstellen möchte ich Karl-Heinz Heinemann, den Vorstandsvorsitzenden der RLS NRW, der heute inhaltlich moderierend durch die Runde führen wird und hoffentlich gleich auch wieder online unsere Co-Moderatorin Katharina, deren E-Mail-Adresse ich euch in der Kommentarspalte auf Facebook angegeben hat, die weitere Fragen entgegennimmt all der Zuseherinnen an den Bildschirmen, die möglicherweise keinen Facebook-Account haben und keinen Zugriff auf die Kommentarspalte. Karl-Heinz, bitte. Ja, vielen Dank, Salvador. Dann stelle ich mal zunächst mal unsere Teilnehmenden hier vor, die in unserem Panel sind. Die sind leider etwas reduziert. Wir hatten angekündigt, Maria Laut Barkas, eine Anthropologin aus Köln, die sich also mit der Flüchtlingssituation ausführlich beschäftigt hat, die leider krank geworden ist und im Krankenhaus ist. Zur Beruhigung kann ich nur sagen, also es ist offenbar nicht, hat nichts mit Covid-19 und Corona zu tun. So viel dazu. Dann haben wir in Leipzig zugeschaltet Robert Nestler. Equal Rights Beyond Borders ist eine Organisation, die sich also um Asylfragen und so weiter kümmert. Und er wird sich selber auch gleich vorstellen. Alle stellen sich nochmal selber vor. Maria Oshana ist die Leiterin unseres Büros, also der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Athen, in Griechenland. Und Martin Gerner ist ARD-Korrespondent und freier Dozent für Konfliktforschung und Afghanistan-Experte und ist sehr viel im Nahen und Mittleren Osten unterwegs. Und man sollte auch dazu sagen, ihm verdanken wir diese Veranstaltung. Er hatte schon so ein Panel zusammengestellt, als Anfang April die Seebrücke einen Aktionstag hatte. Und hat das irgendwie nicht funktioniert. Und wir das dann übernommen, weil ich denke, das ist ein ganz zentrales Thema, was wir hier haben. Im Grunde bündelt sich ja in der Themenstellung, die wir haben, alles, was zurzeit an Konflikten herumliegt. Das ist natürlich in erster Linie die Corona-Krise und das ist die katastrophale Verhaltensweise der Europäischen Union in dieser Frage, die mangelnde Solidarität gegenüber den Geflüchteten, gegenüber den Mittelmeerländern. Auch darüber werden wir sprechen. Und ich denke, anders als sonst in solchen Diskussionen haben wir diesmal keine Kontroverse zusammengestellt. Denn das, ich denke, was da passiert, ist eine Situation, da kann es unter, sagen wir mal, demokratisch gesonnenen Menschen eigentlich kaum eine Kontroverse darüber geben, dass es hier skandalös ist und dass es wichtig ist, sich da einfach ein vertiefendes Bild darüber zu machen. Und dazu sind unsere Gesprächspartnerinnen und Partner auch in der Lage, dass wir werden eingehen, also auf die Lage an der griechisch-türkischen Grenze. Wir werden auf dem Mittelmeer und in den Inseln, auf den Inseln. Wir werden über die Situation in den Camps sprechen. Wie sieht das für die dort internierten Menschen aus? Was sind das überhaupt für welche? Und wie sieht das aus mit der Asylpolitik Griechenlands und mit der Europäischen Union? Ja, Robert, was ist dein Bezug zu diesem Thema? Wie beschäftigst du dich damit? Insgesamt, vielen Dank erstmal für die Einladung natürlich. Das sollte man noch vorweg schicken. Ich beschäftige mich mit dem Asylrecht schon relativ lange, mit dem gemeinsamen europäischen Asylsystem. Ich bin Jurist und arbeite für eine Menschenrechtsorganisation. Du hattest ja schon gesagt, die heißt Equal Rights Beyond Borders. Wir arbeiten in Griechenland und auch in Deutschland. Aber natürlich soll es hier vor allem um unsere Arbeit in Griechenland gehen. Wir haben ein Büro auf Chios und eins in Athen. Und arbeiten also direkt in einem der fünf sagenumwobenen europäischen Hotspots und bieten da Hallo? Rechtsberatung an und die gesamte asylrechtliche Verfahrensbegleitung und Vertretung von Asylsuchenden. Und das ist eben mein unmittelbarer Bezug dazu. Wir arbeiten mit griechischen Kolleginnen direkt vor Ort und deshalb kann ich aus erster Hand berichten und war auch vor 2,5 Wochen das letzte Mal da. Und ihr vertretet also Asylbewerberinnen und Bewerber, die auch nach Deutschland kommen wollen.
Ja, wir vertreten, ein Schwerpunkt unserer Arbeit liegt auf dieser deutsch-griechischen Komponente. Wir vertreten sehr viele Asylbewerberinnen, die die Familienzusammenführung anstreben. Wenn eine Person in die Europäische Union einreist und schon Familienangehörige in einem anderen europäischen Mitgliedstaat hat, dann ist dieser Mitgliedstaat, wo die Familienangehörigen schon sind, zuständig. Das System funktioniert aber weniger gut, ist einigermaßen defizitär. Deshalb arbeiten wir sehr viel in Bezug darauf, auch mit Gerichtsverfahren in Deutschland. Der Deutschlandbezug ist also da, aber wir haben nicht nur Deutschlandbezug, sondern vertreten auch Personen, die in die Türkei zurückgeführt werden sollen, vertreten Personen, die unter unmenschlichen Bedingungen in den Lagern leben, vertreten Personen im Asylverfahren. Wie erfolgreich ist denn so eine Arbeit? Also wenn man jetzt mal guckt, wie viele Leuten könnt ihr wirklich zu einem Asyl verhelfen? Die Frage ist, was man unter Erfolg versteht. Also dass die Arbeit frustrierend ist, kann man sich vorstellen, glaube ich, ist ein Kampf gegen Windmühlen, aber kleine Erfolgserlebnisse der Einzelpersonen, auf die es ja natürlich ankommt, die sieht man schon. Und ich kann jetzt keine oder will auch keine Statistik irgendwie anbringen. Familienzusammenführung, Gerichtsverfahren, die wir betreiben, sind relativ häufig erfolgreich, weit überwiegend. Über 70% der Gerichtsverfahren entscheiden wieder positiv für uns in Deutschland oder für die betroffenen Personen. Wenn wir in Widerspruch gegen abgelehnte Asylentscheidungen der griechischen Asylbehörde gehen, dann werden da auch einige, auch die überwiegende Zahl der Fälle, positiv entschieden. Wenn wir zum Beispiel gegen unmenschliche Unterbringungsbedingungen von unbegleiteten Minderjährigen vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gehen, dann gewinnen wir bisher jeden Fall. Und das waren eine ganze Menge Fälle, da haben wir eine 100%ige Erfolgsquote. Das spricht jetzt nicht unbedingt für uns, sondern es spricht gegen die Unterbringungsbedingungen von Minderjährigen in Griechenland. Aber wir haben so viele Themen, dass man das nicht pauschal sagen kann. Okay. Ja, vielen Dank. Maria Schana, du bist Leiterin des Büros der Stiftung in Athen. Was habt ihr mit diesem Thema zu tun? Wie beschäftigt ihr euch damit? Also ja, auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung, an dem Gespräch teilzunehmen. Ja, die Rosa-Luxemburg-Stiftung arbeitet ja international eigentlich zum Thema Migration, jeweils natürlich aus den regional unterschiedlichen Perspektiven. Das tun wir auch hier in Griechenland und zwar eigentlich seit es das Büro gibt. Seit 2014 ist die Stiftung in Griechenland aktiv, seit 2016 haben wir ein Büro hier. Wir sind ja keine Hilfsorganisation, wir sind auch keine Juristinnen und Juristen, sondern wir sind eine Institution politischer Bildungsarbeit. Und als solche versuchen wir natürlich vor allem mit Partnerinnen und Partnern zusammen, Bildungsarbeit im weitesten Sinne zu machen. In Griechenland wir arbeiten sehr, sehr viel mit zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammen, im Feld Migration, vor allem mit Migrantinnenorganisationen, also mit dem Greek Forum of Refugees, mit dem Greek Council of Refugees, mit dem Greek Forum of Migrants. Also es gibt eine Vielzahl von Migrantinnenorganisationen in Griechenland und zwar nicht, und vor allem auch Organisationen, die schon älter sind, also die es schon länger gibt. Griechenland ist ja schon lange ein Einwanderungsland und hat eine ziemlich große migrantische Bevölkerung, mit denen wir zusammenarbeiten in der Unterstützung für ihre Rechte, eine stärkere Durchsetzungsfähigkeit zu erlangen. Wir machen viel sozusagen Advocacy-Arbeit im Sinne von Beratung, aber eher auf einer Alltagsebene, sondern eher auf der Ebene von kritischer politischer Analyse. Wir beobachten Regierungspolitik. Wir unterstützen die Netzwerkbildung von Aktivistinnen und Aktivisten. Wir machen Publikationen. Vielleicht, Robert kennt die vielleicht. Wir haben eine Studie gemacht zu der Situation unbegleiteter minderjähriger Geflüchteter in Griechenland, Spanien, Italien. Also das Spektrum ist relativ breit. Wir sind auf den Inseln und in den Hotspots selbst nicht aktiv eigentlich als Stiftung, weil wir da auch keine wirkliche Rolle haben, haben aber natürlich Kontakte und Beziehungen und haben auch Kooperationen mit Organisationen und Aktivistinnen, die dort arbeiten. Nun gibt es ja auch Flüchtlinge, die direkt in Athen sind. In Exarchia gab es welche, die offenbar irgendwie auch von der neuen Regierung vertrieben worden sind. Und da gibt es ja auch Organisationen, die sich damit beschäftigen und die diese Geflüchteten dort unterstützen. Also in,
Athen ist seit in Exarcha gibt es eigentlich seit 2015 eine Vielzahl von Hausbesetzungen, also von besetzten Häusern, in denen überwiegend Migrantinnen und Migranten leben. Das sind maßgeblich Initiativen und Aktionen gewesen aus dem sehr breiten anarchistischen Spektrum und linksradikalen Spektrum. Diese Häuser sind zum überwiegenden Teil, nicht alle, aber zum überwiegenden Teil von der neuen Regierung geräumt worden, kurz nach der Wahl. Das war auch ein Wahlkampfversprechen. Also die Regierung, also die neue die Mea Demokratia, die konservative Partei, ist damit auch in den Wahlkampf gegangen, dass sie gesagt hat, wir räumen auf mit dieser ungeregelten Migration. Und hat dann ziemlich schnell viele Häuser hier in Exarcha geräumt. Also ich lebe hier auch und viele meiner Nachbarinnen und Nachbarn wurden morgens um 6 aus den Häusern geräumt mit Spezialeinheiten der Polizei, wurden dann begleitet von Fernsehteams in Busse verfrachtet und weggebracht mit der Geschichte, die Leute werden jetzt in vernünftige Unterbringung gefahren, was überhaupt nicht der Fall war in den meisten Fällen, sondern dort in den angeblichen Camps, wo sie unterkommen sollten, sind sie zum überwiegenden Teil auch wieder abgewiesen worden, weil die Camps völlig überfüllt sind. Ja, okay. Viele sind übrigens wieder zurück in Athen. Also viele der Geflüchteten, die in Häusern hier, in besetzten Häusern gelebt haben, sind mittlerweile wieder nach Athen zurückgekehrt, sind aber zum großen Teil auch obdachlos. Martin, du hast uns diese Veranstaltung sozusagen eingebrockt. Du bist im Nahen Osten sehr viel unterwegs. Du bist auch auf Moria gewesen. Auf Lesbos. Auf Moria kann man hoffentlich nicht sein. Bitte? Du sagtest auf Moria, auf Lesbos. Auf Lesbos, Entschuldigung. Ja, natürlich. In Moria auf Lesbos, ja. Ja, vielleicht sagst du mal ganz kurz, wann warst du das letzte Mal da? Zu welchen Menschen hattest du da Beziehungen, Kontakte und wie schätzt du die Situation dort an? Also vielleicht kurz auch ausholend, ich bin seit jetzt fast 20 Jahren viel in Konflikt- und Krisenländern unterwegs, im Aufbau von Zivilgesellschaft, in der Arbeit mit Geflüchteten. Und es ist ja auf Lesbos wie auf den Ägäisinseln bekannt oder auch nicht bekannt. Robert sagte eben zu Recht, sagenumwoben. Vieles ist eben doch nicht bekannt. Es sind sehr viele Afghanen und nicht zufällig verfolge ich deren Spuren nicht nur vor Ort, wo ich viel bin, auf dem Hindukusch, sondern auch mittlerweile all diese Routen, die genommen haben. Das heißt, in den letzten 3 Jahren habe ich relativ intensiver den Balkan bereist, Balkanrouten auch. Es gibt ja viele mittlerweile. Auch dort immer wieder treffend Menschen, mit denen ich in Afghanistan zusammengearbeitet hatte und die zu diesen Menschen gehören, die zum Teil in Moria auch sind oder in Belgrad, wo wir ähnlich schaudrige Orte hatten bis vor wenigen Monaten noch. Und diese Balkanroute, die lebt, das ist ja ein Teil dieses Narrativs der Politik, das sie uns eben suggeriert hat, die würde nicht leben. Die lebt natürlich im Negativen und die Ägäisinseln sind der Beginn davon. Ich habe seit letztem Jahr, seit der Anfang der Reise auf Lesbos eine Feldstudie, die andauert, die auch möglicherweise in den ARD-Hörfunk demnächst geht. Wenn ich sage demnächst, dann hängt das so ein bisschen damit zusammen, was der Robert eben gesagt hat. Also sagenumwoben, sagtest du, Robert. Ich würde andere Worte benutzen, aber es ist in der Tat dieses Phänomen, dass warum erfahren wir nur einen Teil der Wirklichkeit hier, inklusive unserer eigenen Rolle als Europäer, als Westeuropäer auf der Insel, die, meine ich, längst noch nicht ausreichend dekliniert und thematisiert ist und die was zu tun hat mit dem, was in den letzten Monaten auch zu Gewaltphänomenen dort geführt hat. Es ist nämlich eine Insel oder die Ägäisinseln sind nicht nur die Insel des Leidens der Geflüchteten oder der Flüchtlinge. Vielleicht kommen wir da noch zu. Und man kann aus dieser Krise der letzten Monate eine Menge lernen. Ich sehe übrigens, das wäre aber auch für später in der Diskussion, viele Parallelen zu anderen Konfliktländern, wo in diesem Dreieck von Menschen, die nach Europa streben, aufgrund von Krieg,
Lokalbevölkerung und Intervenierenden, ob das Frontex ist oder NGO, ein schwieriges Dreieck ist, was man kennen muss und was man auch analysieren muss, wenn man für alle Beteiligten zu dem bestmöglichen Erfolg, so relativ er auch ist, wie Robert angedeutet ist, kommen will. Bleiben wir noch mal gerade kurz in Deutschland und bei den deutschen Medien. Wie ist dein Eindruck? Ich meine, Moria ist derzeit auch Thema gewesen. Wird das eigentlich ausreichend und zureichend und richtig in unseren Medien berücksichtigt und dargestellt? Und welche Chancen hast du auch, das zu verbreiten? Naja, ich will nur kurz andeuten, das ist, habe ich ja eben schon, das ist, es ist immer noch, wie bei allen Konflikt- und Krisenländern, ja, ich berichte seit 20 Jahren jetzt fast aus Afghanistan, sobald die deutschen Truppen da abgezogen sind, dasselbe im Irak, interessiert es kaum einen noch, man kann mit Einzelfällen und einzelnen Phänomena immer wieder sozusagen eine Realität herstellen, aber die Narrative auch von Leitmedien, auch von seriösen Leitmedien, sind halt doch sehr herdengetrieben. Ich würde vielleicht, weil du eben gefragt hast nach Lesbos, einfach mal anfangen, weil das wahrscheinlich viele, die mithören oder mitsehen oder beides interessiert, mit dem, was ich, also ich habe Netzwerke zu allen drei dieser Gruppen auf Lesbos aktuell. Das muss jetzt nicht der sozusagen das ganze Bild und kann nicht das ganze Bild sein, aber ich gebe mal das, was ich jetzt in Kontakten, die ich heute und in den letzten Tagen gehabt habe von Moria und auch von Lesbos, als ein Bild, das andere bitte ergänzen wollen, jetzt sage. Es ist tatsächlich so, das Virus ist auf Lesbos, aber es ist noch nicht im Lager angekommen, wenn ich sage im Lager Moria. Es gibt drei Lager dort, aber Moria ist bei Weitem das größte. Das ist erstmal ein Aufatmen, aber man kann hoffen, dass es so bleibt, gibt keine Garantie, aber ich habe zuletzt von etwa einem Dutzend Fälle auf der Insel gehört. Ich weiß auch nicht genau, ob die nur in Mytilene, der Inselhauptstadt, sich ansiedeln. Was in und um Moria sich abspielt, ist, dass dort eine Situation von abgeschottet sein für die rund 20.000 Flüchtlinge sich eigentlich noch verstetigt, verschärft hat. Sie kommen eigentlich nur noch wenige Schritte, wenn sie zum Einkaufen, zu Versorgungen, die mit dem Überleben, mit Ernährung zu tun haben, rauskommen an einige wenige Verkaufsstände. Sie kommen nicht mehr nach Mytilene in die Stadt, wenn dann maximal, weil auch dort Ausgangssperre ist, soweit ich gehört habe, für eine Stunde. Zugleich ist aber, und das ist diese Doppelrealität, die ich auch erinnere von meinen Besuchen, zugleich ist, besteht Moria aus zwei Teilen, einem eingezäunten Lager, halb eingemauert, halb eingezäunt, und dem sogenannten Olive Grove, also weiten Hügellandschaften, wo die Menschen nicht eingezäunt sind, wo aber jetzt mehr Polizei und andere Helfer gucken, dass sie möglichst sich nicht rausbewegen. Trotzdem ist das aber schwierig bis unmöglich, diese 20.000 ganz zu kontrollieren, die natürlich sich im Lager auch disziplinierter als vorher bewegen, aber auf dieser Enge und vor allen Dingen in einer Situation, wo die sanitären Konditionen unbeschreiblich sind und wo jetzt die Drohung, das drohende Virus dazukommt zu allen möglichen Dingen, die schon längst ausgebrochen sind, Krätze, Lungenentzündungen. Es sind jetzt nach meiner Information mindestens vier Hilfsorganisationen medizinisch dort. Es gibt eine grüne und eine rote Zone. In die roten Zonen werden die gecheckt, die Fieber und Husten, mit Fieber und Husten kommen. Meistens sind das Erkältungen, nach dem, was ich höre von meinen Mittelsmännern dort. Es ist Gott sei Dank noch kein Fall aufgetreten. Es fehlt aber weiterhin eklatant an Duschen zum Beispiel, an Seife und Wasser. Vorher, das war beschränkt, das gibt es. Es herrscht in Moria
wie ein UN-Beobachter sagt, der vor wenigen Monaten da war, es herrscht verbreiteter Hunger. Das heißt, also in dem Sinne, dass viele Menschen nicht satt werden, weil das Essen unakzeptabel vielfach ist. Und das sage ich, weil das die Abwehrkräfte der Menschen schwächt. Und so kommt eines zum anderen und es ist ja. Die... Wer ist denn, wenn du jetzt von Hunger sprichst, wer ist denn eigentlich verantwortlich dafür? Werden diese Lager werden von der griechischen Regierung betrieben und die hätte für die Versorgung sorgen müssen oder wer ist dafür verantwortlich? Die Verantwortung für das Lager auf dem Papier hat, glaube ich, nach wie vor das griechische Verteidigungsministerium in Verbindung, nehme ich an, mit dem Innenministerium. Das wurde mir so gesagt. Es ist aber faktisch auch so, dass EASO, die Europäische Agentur, die dort tätig ist für die Flüchtlinge und in Asylrechtsfragen, so etwas wie eine geheime Macht ist, nach allem, was man weiß, die sich eine sehr aktive Rolle spielt, gerade in der Feststellung der Daten, der Geschichten, der Personalien der ankommenden Flüchtlinge, die aber wie viele EU-Instanzen den griechischen Behörden und den griechischen Staat und den Griechen, vereinfacht gesagt, sehr viel Verantwortung zuschieben. Meiner Meinung nach, da können andere Beräte in der Runde mehr sagen, meiner Meinung nach zu Unrecht. Also wir sind sehr schnell bei einem Blame Game gegenüber den Griechen in dieser Sache. Kommen wir nochmal zurück, also darauf. Gibt es denn heute überhaupt noch Möglichkeiten für Geflüchtete nach Griechenland zu kommen? Also wie gesagt, ich habe heute Morgen in den Nachrichten gehört, dass die Türkei also wieder Geflüchtete an die Grenze schickt mit Bussen und anderen Transportmitteln. Ich weiß gar nicht, ob nun an die Landgrenze oder auch, dass sie die über See schicken will. Gibt es überhaupt noch eine Möglichkeit für Menschen dort auf die Inseln zu kommen oder überhaupt nach Griechenland zu kommen? Vielleicht weiß jemand anders was darüber oder wenn du was dazu weißt. Also ganz kurz kann ich sagen, vielleicht kann der Robert und die Maria dann ergänzen. Auf Lesbos kommen nach wie vor Menschen an. Es hat also nicht gestoppt. Sie kommen nicht mehr nach Moria. Sie werden jetzt in einer neuen Halle, Werkshalle, größeren Werkshalle untergebracht, nachdem sie in den letzten Wochen auch zum Teil an den Stränden gezwungen waren zu bleiben. Das war den Leuten aber auch sehr klar, dass das ein schlechtes Medienimage erzeugt hat. Sie sind in der Nähe von Moria jetzt in einer Unterkunft, wo sie vermutlich dann auch wieder in ein Schiff gesetzt werden, aufs Festland und man versuchen wird, sie ohne Asylrechtsantrag wieder aus dem Land zu bringen. Das ist jedenfalls die Dramaturgie, die uns zuletzt nahegebracht wurde. Ja, Robert, vielleicht weißt du auch was darüber. Ist es denn überhaupt noch möglich, dort Asylanträge zu stellen? Also die Regierung will sie ja gar nicht mehr entgegennehmen. Und das ist ja irgendwie rechtlich eine sehr problematische Situation jetzt. Ja, also da muss man, ich glaube, man ist tatsächlich und rechtlich zwei Sachen auseinanderhalten. Tatsächlich ist es so, dass auch, also wir kooperieren natürlich sehr viel auch mit Anwältinnen in der Türkei. Das ist eine notwendige Voraussetzung, wenn man in Griechenland arbeitet, weil die Türkei immer der Zielstaat der Abschiebung ist, sozusagen. Personen kommen noch an auf Lesbos. Die Zahlen sind sehr viel geringer, als sie noch im Februar waren, zum Beispiel. Aber gerade jetzt hat man die Medienberichte gehört und die stimmen meiner Information nach auch, dass gerade aus der Türkei wieder Leute an die Seegrenze gebracht werden, nicht mehr an die Landgrenze, wie es Anfang März war, wo der Grenzübergang zwischen Edirne und Kastanjes der Ort des Mediengeschehens und auch des tatsächlichen Geschehens war. Rechtlich hat eben gerade auch dieser Ort des Geschehens, also der Grenzübergang zwischen Edirne und Kastanjes auf der griechischen Seite zu einer absoluten Ausnahmesituation in Griechenland geführt, die dann auch zu einer massiven Gewalt an der griechisch-türkischen Grenze geführt hat, woraufhin auch die EU-Kommission und der Ratspräsident hingeflogen sind und gesagt haben, es ist super, dass Griechenland das Schild Europas ist. Und daraufhin hat die griechische Regierung einen sogenannten Legislativakt erlassen, der die Entgegennahme von Asylanträgen außer Kraft gesetzt hat. Das bedeutet, Personen, die in Griechenland ankommen, dürfen kein Asyl mehr beantragen.
dürfen kein Asyl mehr beantragen für die Dauer des ganzen Monats März. In diesem Monat März wurden Leute in Lesbos, das haben vielleicht einige der Zuhörerinnen und Zuhörer mitbekommen, zum Beispiel auf einem Kriegsschiff festgehalten und dann nach und nach in extra dafür eingerichtete Camps auf dem Festland gebracht, in nahe Athen und im Norden, Malakassa und Ceres. In diesem Legislativakt hieß es, Personen dürfen kein Asyl beantragen und werden sofort in ihre Herkunftsländer zurückgeschoben. Mhm. Eigentlich wussten alle, dass es nie passieren wird und dass es im Prinzip ein Symbolmanöver ist, nur dass eben die Asylanträge nicht entgegengenommen werden. Das hat sich mittlerweile wieder geändert. Im März galt dieser Legislativakt. Im April werden wieder Asylanträge registriert. Registriert werden sie aber nicht von der Asylbehörde, sondern von einer anderen Behörde, die heißt Reception and Identification Service oder von der Polizei. Die Asylbehörde ist geschlossen wegen Corona und deshalb kann die Asylbehörde keine formalen Asylanträge mehr entgegennehmen. Das ist nichts, was extrem außergewöhnlich ist im europäischen Vergleich im Moment. Auch die deutsche Asylbehörde nimmt keine Asylanträge entgegen und 2015 gab es die Situation, dass formale Asylanträge ein Jahr nicht entgegengenommen worden sind. Davor, im März, wurden gar keine Asylanträge entgegengenommen, was eindeutig menschen- und europarechtswidrig ist und völkerrechtswidrig. Da gibt es keine zwei Meinungen, das wussten auch alle. Das hat sich ein Stück weit geändert. Die werden nämlich registriert und sind insofern auch vor der Abschiebung sicher, dass sie Zugang zu den Garantien haben, die es für Asylsuchende geben muss. Davon kann natürlich keine Rede sein. Also jetzt bin ich. Ja. Maria, du hattest ja gesagt, also diese Situation, die jetzt von der Türkei verschärft worden ist mit den Anlieferungen der Geflüchteten an die Grenze, hat im Grunde der konservativen Regierung genutzt oder war in deren Interesse? Jein. Also die Ankündigung der Türkei oder die einseitige Grenzöffnung der Türkei hat, würde ich sagen, der griechischen Regierung sehr, sehr kurzfristig genützt, in dem Sinne, als dass sie versucht hat, sie ist damit aber, glaube ich, erstmal gescheitert, was jetzt auch mit dieser Corona-Situation zu tun hat. Sie hat diese Situation genutzt, um nochmal ihren Plänen geschlossene Zentren einzurichten, Nachdruck zu verleihen. Also damit ist die Regierung, das hatte sie ja angekündigt, quasi aus den Hotspots Gefängnisse zu machen, schnelle Asylverfahren durchzuziehen mit massiven Einschränkungen der Möglichkeiten. Da kann Robert wahrscheinlich mehr zu sagen als ich. Und da ist sie auf großen Widerstand gestoßen, vor allem bei der Bevölkerung auf den Inseln, aber auch natürlich bei der Bevölkerung auf dem Festland, weil die Versuche, Leute von den Inseln aufs Festland zu transferieren und dort unterzubringen, sind eben auch auf massiven Widerstand gestoßen. Da hat sich vom Festland aus, oder wie? Ja, von der Bevölkerung vor allem im Norden Griechenlands, wohin viele von den Inseln gebracht werden sollten. Das hatte die Regierung so vorgesehen. Und da ist sie auf massiven Widerstand gestoßen, vor allem auch in der eigenen Wählerschaft und bei den eigenen Parteifreunden. Dazu muss man wissen, dass die Nea Dimokratia relativ viele Abgeordnete im Parlament hat, die aus dem Norden und aus dem Zentrum Griechenlands kommen, aber keinen einzigen von einer Hotspot-Insel. Das heißt, auch innerparteilich und innerhalb der Partei und des parlamentarischen Raums war es sozusagen politisch einfacher, am Ende zu sagen, gut, dann machen wir es auf den Inseln, wenn der Widerstand auf dem Festland selbst bei unseren eigenen Leuten so groß ist. Diese Versuche mit den geschlossenen Zentren sind erstmal, wie gesagt, auf massiven Widerstand gestoßen. Das ist auch in der deutschen Presse ja berichtet worden. Und mit im Grunde in der Sekunde, in der die Türkei die Grenzöffnung verkündet hat, hat Mitsotakis, also der Ministerpräsident in Griechenland, seine Strategie geändert und hat gesagt, jetzt brauchen wir das erst recht. Also wir brauchen jetzt massive Kräfte an den Grenzen, um uns zu schützen vor der Invasion. Also das war auch der Duktus, Invasion aus der Türkei von Geflüchteten und wir brauchen die geschlossenen Zentren auch als Sicherheits, also um unsere eigenen Sicherheit willen. Gut, das hat diese, ja,
Das hat ihm nur für kurze Zeit genützt, weil danach, also relativ schnell mit dem Ausbruch von Corona, wieder ganz andere Fragen auf der Tagesordnung waren. Die Strategie wurde dann nochmal geändert. Wir reden ja vielleicht nochmal etwas genauer über diese ganze Corona-Phase. Aber die Strategie war dann tatsächlich irgendwie, die geschlossenen Zentren damit zu rechtfertigen, dass sie auch ein Gesundheitsschutz für die Bevölkerung sind. Wie sieht das denn jetzt aus? Gibt es denn für die Menschen, die dort in den Lagern sind, überhaupt irgendeinen Weg dort raus? Und wie geht der und wo geht der hin? Wer weiß darüber was? Robert am besten wahrscheinlich. Robert. Ich kann was probieren. Also ich meine, es gibt im Moment die Diskussion, die ja dann doch relativ groß war, jetzt auch gerade in den deutschen Medien, über eine Umverteilung von Personen und die Medienaufmerksamkeit auf Lesbos und auf den Hotspot-Inseln war ja in jüngster Zeit jedenfalls schon größer, auch über die Kampagne Leave No One Behind und so weiter. Das wäre der Weg, der unmittelbar aus den Hotspots ausführen würde, auch woanders hin, dass diese Umverteilung extrem stockend und vorangehend und im Prinzip nicht viel mehr sind, als dass sie peinlich berühren, wie langsam es vorwärts geht und wie eigentlich überhaupt nichts klappt. Ist das im Moment ja irgendwie offensichtlich der politisch bevorzugte Weg Europas? Also im Prinzip tatenlos zuzusehen und immer mal ein Zeichen der Handlungsfähigkeit, der vermeintlichen Handlungsfähigkeit zu senden. Genau in Griechenland passiert im Prinzip sehr, sehr wenig. Von Chios und von Lesbos und auch von Samos weiß ich, dass UNHCR versucht, Leute in Hotels unterzubringen, da aber einfach nicht vorankommt. Die Rolle von UNHCR auf den Inseln ist schwierig, weil sie natürlich als quasi staatlich wahrgenommen werden. Wenn auf jedem Zelt im Camp das UNHCR-Logo ist, dann sind die nicht am besten gelitten unter der geflüchteten Community natürlich. Die einzigen erfolgreichen Instrumente, die wir als juristische Vertreterinnen und Vertreter im Moment machen können, sind Verfahren vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und die funktionieren auch. Aber eben in absoluten Einzelfällen. Wir haben Verfahren für einen 80 Jahre alten Mann, der in Chios, im Hotspot Vial, in einem Zelt gelebt hat, gewonnen. Dass man sowas vor Gericht bringen muss, ist natürlich an sich ein Skandal. Dass man sowas gewinnt, ist vielleicht ein kleines, winzig kleines Zeichen der Hoffnung. Aber so eine Selbstverständlichkeit vor dem höchsten europäischen Menschenrechts, also ein Instrument des Europarats, durchsetzen zu müssen, macht peinlich berührt. Aber das sind im Moment die einzigen Wege, die wir kennen. Ich kann vielleicht noch hinzufügen, ein Fall, der vielleicht auch Hoffnung macht oder nicht, je nachdem. Ich habe auf Lesbos einen Flüchtling kennengelernt, der in Moria wohnte, ein Jahr knapp oder in Moria war und den ich unlängst hier getroffen habe, wieder in Deutschland. Zufällig und der mit 9 Leuten unterwegs war, der es geschafft hat und das ist das, was ich auch auf Lesbos gehört habe, am ehesten haben jene eine Chance, die in die Gruppe der extremely vulnerable, also besonders schutzbedürftigen fallen. Das Problem ist, und das haben ja auch Juristen auf Lesbos gesagt, dass diese Kategorien von den, ich sage jetzt mal, die Kompetenzen und die machthabenden Behörden aus ihrer Sicht ständig leicht verändert oder anders interpretiert wurden, sodass selbst die juristischen Beistände immer wieder neu argumentieren mussten, umorientieren mussten, ja eigentlich immer auf der Suche nach den exakten Interpretationslisten dieses Wortes extremely vulnerable waren. Diesem einen Bekannten von mir, der in Moria war als Geflüchteter, ist es gelungen, mit 8 bis 9 Leuten legal, also mit einem Zertifikat auf das Festland zu kommen. Von Athen aus hat sich diese Gruppe durchgeschlagen durch den ganzen Balkan, durch alle Balkanstaaten mit all den grausamen Storys, die man kennt. In Triest in Italien hat sich die Gruppe in einen Bus gesetzt und konnte in München aussteigen. Also das eine interessanter als das andere und so erwartbar wie unerwartbar. Aber ist ja doch deprimierend, wenn es jetzt also wirklich so wenige Einzelfälle sind, ne? Also Ausnahmefälle,
Und wir reden hier über zigtausende von Menschen, um die es dort geht. Naja, es ist ja, Frau Merkel hat ja heute eine Pressekonferenz gegeben an diesem symbolischen Tag, wo die ersten dieser 1500 in Luxemburg angekommen sind, wenn die Nachrichten stimmen. 12. Aber das spielt keine Rolle heute bei all unseren Staatsvertretern. Vielleicht schämen sie sich auch angesichts dieser geringen Zahl und dass Deutschland da nicht führend ist, nachdem es lange schien, dass es das sein könnte. Vielleicht noch, ich könnte noch einen ganz kurzen Kontext zu dieser Vulnerabilität geben. Es gab, als 2016 der EU-Türkei-Deal in Kraft getreten ist, ist gleichzeitig ein neues griechisches Asylgesetz in Kraft getreten. Vorher gab es keins, was diese Form hatte. Und das hat eigentlich eine Inhaftierung vorgesehen und ja eine relativ schnelle Rückführung in die Türkei. Da hat man einigermaßen schnell gemerkt, es geht nicht in 28 Tagen. Und hat die Inhaftierung durch eine sogenannte Residenzpflicht ersetzt. Das bedeutet, Personen durften grundsätzlich die jeweilige Hotspot-Insel nicht verlassen. Mhm. Verlassen durften nur die Personen die Insel, die als vulnerabel eingestuft worden sind. Deshalb geht es immer um diese Vulnerabilitätskategorie. Die hatten also keine Residenzpflicht, keine geografische Begrenzung und dürfen aufs Festland weiterreisen. Es gibt seit 1. Januar 2020 ein neues griechisches Asylgesetz, was sehr deutlich die Handschrift des deutschen DMIs auch trägt und was dem Traum von Seehofer, Gesetze kompliziert zu machen, sehr eindeutig entspricht. Und in diesem neuen griechischen Asylgesetz sind Vulnerable nicht mehr grundsätzlich ausgeschlossen von diesem Verfahren, was wir beschleunigtes Grenzverfahren nennen. Die haben also die Residenzpflicht in der Regel weiterhin. Das bedeutet, Personen sind also weiterhin auf dieser Insel und dürfen die Insel dann auch nicht verlassen. Das hat sich also jüngst auch ein Stück weit geändert. Das würde aber genau in die Zeit fallen, weil er konnte kurz vor der Neuaktivierung dieses Gesetzes. Ich wollte auch nicht korrigieren, sondern nur ganz kurz Kontext geben, warum alle nach dieser Vulnerabilitätsanerkennung streben. Und das führt ja ein Asylverfahren auch ad absurdum. Eigentlich soll man ja erst zum Schluss nach den Lösungen fragen, aber jetzt drängt sich das ja doch auf, dass man mal fragt, also wie kommt man denn dazu, dass man, welchen Weg gibt es, um diese katastrophale Situation, diese überfüllten Lage aufzulösen, um diesen Menschen dort in irgendeiner Form eine Perspektive zu geben? Ja, jetzt seid ihr alle gefragt. Also ich bin als Jurist immer in der angenehmen Position, keine politischen Einschätzungen vornehmen zu müssen. Aber wenn ich als Jurist auf die Situation gucken müsste und als Jurist, der auch sich sehr viel mit Menschenrechten auseinandersetzt, dann weiß ich, dass Lager auf abgelegenen Inseln, die auf Abschiebung abzielen, eine menschenrechtliche Sackgasse sind und niemals menschenrechtskonform umgesetzt werden können. Das bedeutet, die einzige Lösung, zu einer menschenrechtlich gebotenen Lösung zu kommen, ist Lager aufzulösen. Wenn ich von Wegen aus den Hotspots höre und dann immer davon höre, dass europäische Lösungen angestrebt werden sollen, dann glaube ich, das ist ein europäisches Gebot, solidarisch zu sein. Das ist auch nicht nur irgendeine Worthülse, sondern es steht auch in den europäischen Verträgen und trägt die Werte der Union. Und man muss sich immer in Hinterkopf rufen, dass diese Hotspots, die hat sich ja Griechenland nicht ausgedacht. Das ist ein Projekt der Europäischen Union. Für Asylfragen ist die Europäische Union auch zuständig. Und es gibt einen europäischen Verteilungsmechanismus, über den kann man viel fluchen und der ist in vielen Bereichen dysfunktional. Aber die Dublin-III-Verordnung, die dieser Verteilungsmechanismus ist, sieht eben auch die Familienzusammenführung vor in Länder, in denen es schon Familienangehörige gibt. Wenn die Bundesrepublik Deutschland, in die die Großzahl derjenigen, die Familienangehörige haben, und das ist immerhin ein Drittel, auch zusammengeführt werden wollen, 70% der Familienzusammenführung ablehnt, mit teilweise wirklich absurden Argumenten, ich kann gerne Beispiele bringen, dann wird die einzige europäische Lösung, die es gibt, aktiv blockiert und gleichzeitig hinter vorgehaltener Hand nach europäischen Lösungen gerufen. Das finde ich einigermaßen scheinheilig und das ist sicherlich was, wo man auf einer kleinen Ebene ansetzen könnte. Im Moment sind wegen Corona auch die Familienzusammenführung, die Transfers ausgesetzt. Wenn man den großen Entwurf will, dann braucht man ein vernünftiges europäisches Asylsystem, was auf Fair Share basiert und was Grenzverfahren und Hotspots ausschließt. Wenn man kurzfristige Lösungen will, dann muss man jedenfalls die europäischen Wege nutzen, die es gibt. Hm.
Ich würde vielleicht kurz anschließen, weil also ich glaube, die Lösung liegt eigentlich auf der Hand. Also das ist relativ klar. Eine Verteilung, also eine Auflösung der Lager, eine Verteilung über das eigentlich bestehende System wäre möglich, wäre sogar relativ einfach möglich, und es scheitert schlicht am politischen Willen. Und bleiben wir bei Deutschland, du hattest die Familienzusammenführung angesprochen. Ich glaube, irgendwann im Jahr 2017 hat die griechische und die deutsche Regierung miteinander vereinbart, eine Obergrenze von 70 Personen pro Monat einzuführen. Ich glaube, die hat sie nie überschritten, wahrscheinlich aber mehrmals unterschritten. Damals waren irgendwie 3.500 Menschen schon berechtigt auf Familienzusammenführung. Die hatten also das Papier schon in der Hand. Und bis da von denen der Letzte oder die Letzte nach Deutschland transferiert wird, nach diesen 70 pro Monat, vergehen 4 Jahre und 4 Monate. Also das ist reiner politischer Unwille der deutschen Seite. Selbst da, wo Verfahren durchlaufen sind, die Leute ihre Bescheinigung haben, dass sie ein Anrecht auf Familienzusammenführung haben, wird es eben nicht umgesetzt oder so verschleppt. Ich glaube, das weißt du wahrscheinlich wieder eher, Robert. Ich meine sogar, dass einige Leute sogar den Druck, dieses Recht wieder aberkannt zu bekommen, weil sie zum Beispiel die Volljährigkeit erreichen in der Wartezeit, die sie in Griechenland verbringen. Also das ist eine Sorge, die viele hier umtreibt zum Beispiel. Ich denke aber auch, dass man natürlich, also die Auflösung von Moria und anderen Lagern, die ist, glaube ich, absolut dringend. Nicht erst seit heute, sondern seit Jahren eigentlich. Was man aber dabei oftmals vergisst, und das wird aus der griechischen Perspektive, sage ich manchmal, auch frustriert beobachtet, dass tatsächlich sehr, sehr viele Leute hier sehr lange leben und darauf warten, dass sie über Relocation oder Familienzusammenführung irgendwo hin können. Oder auch vielleicht in Griechenland eine Perspektive entwickeln. So, und das wird bei diesen ganzen Kampagnen nicht ignoriert oder übersehen. Aber da wir uns quasi von einer Notfallsituation in die nächste begeben, also Leute, die auf Schiffen, die gerettet wurden und die nicht an Häfen anlegen können. Jetzt haben wir die Corona-Gefahr in den Lagern. Also wir sind aufgrund dieses politischen Unwillens immer wieder gezwungen, Kampagnen zu machen für die quasi jetzt in diesem Moment drängendsten Probleme. Aber die Probleme sind alle drängend und alle sind vulnerabel. Also es gibt eigentlich niemanden, der nicht besonders schutzbedürftig ist. Also ich glaube, dass diese Anzahl von Menschen auf Lesbos zu lassen, führt zu mehr Gewalt, führt zu neuer Gewalt, wie wir sie erlebt haben. Ich sehe, wenn man ernste europäische Politik betreibt und solidarisch sich verhält, ich sehe keine Alternative dazu, erstmal die Menschen auf den Ägäisinseln inklusive der lokalen Bevölkerung, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, und das ist absolut typisch für alle Diskussionen, ja, da leben Menschen, die übrigens diese Geflüchteten sehr gut verstehen, weil sie eigentlich vor 3 Generationen selbst migriert sind, und die viel bessere Presse verdienen, als sie bekommen in der Regel. Dass also eine Teilevakuierung auf das Festland mindestens sehr schnell erfolgen muss, trotzdem, was die Maria gesagt hat. Das andere ist, dass wir in unseren Sonntagsreden von europäischer Solidarität, glaube ich, immer noch ganz am Anfang stehen. Das System von Schengen, wie es bis vor dieser Corona-Krise bestanden hat, wie es nach dieser Corona-Krise wieder wahrscheinlich bestehen wird. Das System von Schengen basiert ganz wesentlich auf der Tatsache, dass wir unsere Freiheit ausleben und die Probleme an die Außengrenzen der EU transportiert haben. Und dass die deutlich ärmeren Staaten, Italien, Griechenland allen voran, das ausbaden. Im Übrigen schon viele, viele Jahre. Das andere ist, Maria, bei diesen, ich glaube, wir müssen weiter hoffen, trotz dieser ganzen Abschreckungslogik, die Robert so schön beschrieben hat, die weitergeht, müssen dran glauben, dass wir was in Europa bewegen können. Insofern sehe ich diese Kleinigkeit, die sich jetzt bewegt hat in Sachen der
Minderjährigen und der Extrembedürftigen, dieses Kontingent der 1500, sehe ich als ein Zeichen der Hoffnung, dass Zivilgesellschaft doch auf Politik einen Druck ausübt. Aber ich sehe auch, dass wir immer Erfahrungswerte nicht vergessen dürfen. Ich habe in Serbien gelernt, dass es nichts helfen wird, große Quoten den osteuropäischen Ländern aufzuhalsen. Die Menschen wollen da genauso wenig bleiben wie in den kleinen Dörfern von Sachsen und in all diesen Orten, wo sie abgeschnitten sind, von ihren Familien, aber auch vom wirtschaftlichen Leben, auch ein Sicherheitsaspekt, viele Dinge. Und wir müssen vor allen Dingen ehrlich in der EU-Solidarität umgehen. Ich glaube, ich sehe am ehesten Infrastrukturen, die geschaffen werden auf dem griechischen Festland, die aber dann alle betreffen, von der Logistik bis zum Personal. Ich glaube im Übrigen... Man soll die Leute aufs Festland, auf das griechische Festland transferieren und da sollen die dann bleiben. Aber ob die das freiwillig tun? Ne? Ja, nur wir haben so eine negative Presse jetzt zu Recht von den Inseln und das ist nur ein Teil der Wirklichkeit, dass wir nicht wollen können, dass es dort weiter sich zuspitzt. Hm. Gut, also kommen wir jetzt wirklich mal, du hast das ja jetzt auch eingefordert, mal auf die Situation auf den Inseln. Da haben wir eben auch als Akteure die dortigen Bewohner, die sich völlig überfordert sehen. Inzwischen sehen wir dort auch rechtsidentitäre Gruppen, die da irgendwie zugange sind. Es gibt die Polizei, die dort tätig ist. Also das ist... Und du würdest also jetzt sagen, man müsste jetzt auch mal Verständnis für die Situation der Bewohnerinnen haben, was ich durchaus verstehen kann. Ich meine, das war Lesbos, war eine Ferieninsel, da wird jetzt kein Mensch mehr freiwillig Urlaub machen, nehme ich mal an. Ne? Du sprichst mich nochmal an? Ja. Naja, ganz kurz, ich kann dir aus Begegnungen mit Polizisten auf Lesbos erzählen, die das Lager mit bewachen, die sehr hin und her gerissen sind. Ich wiederhole nochmal, weil sie eben Migrationsschicksale aus der eigenen Familie kennen, die aber zugleich sagen, dass Polizist sein einer von mehreren Tätigkeiten ist, um ökonomisch durchzukommen. Was ich glaube, ich ganz essentiell ist, weil es in dieser Krise, ja, es ist zum Schämen. Ich glaube, die Griechen und die Bevölkerung auf Lesbos schämt sich auch über diese Gewaltausbrüche, die es gab. Übergriffe haben wir alle mitbekommen. Aber was sinnvoll wäre, das zu analysieren, was ist da genau passiert? Was bedeutet es in der aktuellen Lage, wenn NGOs, gereiste internationale Akteure jetzt sagen, die zum Teil mit in diesen Zyklon gekommen sind, was bedeutet es, dass NGO mittlerweile bei einigen auf Lesbos ein Schimpfwort ist? Ja? Was bedeutet das? Was hat das auch für einen Dialog auf der Insel zu tun? Wie macht man weiter? Die überwältigende Mehrheit auf Lesbos und auf den Inseln ist nach wie vor humanitär im weitesten Sinne eingestellt. Diese Menschen haben 2015, 16 übrigens Dinge geleistet, Familien aufgenommen, lange anhaltend Hilfe geleistet, deutlich über dem Niveau, was wir von hier kennen, allein aufgrund der Riesenanzahlen und der Enge, dass die natürlich auch an einem Punkt der Erschöpfung sind, gleichzeitig aber die griechische Krise weitergeht und auch diese, muss man sagen, Invasion, ich kann es von Lesbos sagen, diese Invasion an internationalen Organisationen, die ich sehr gut aus anderen Ländern kenne, die psychologisch unwahrscheinlich viel bei einer Bevölkerung bewirkt. Also auch Frontex ist ein absolutes Feindbild geworden, aber eben nicht nur. Es sind Mieten ins Astronomische gegangen in einigen Wohnvierteln. Es haben sich während der ökonomische Lebensstandard vieler Griechen durch die Ausfälle Tourismus fast manchmal 100% erheblich gesunken ist, haben sich neue Cafés und Restaurants eröffnet, rechts und links, wo also diese neu zugereisten Ausländer, seien sie jetzt von GOs, seien sie von UN-Organisationen, aus Sicht der Lokalen sich breit machen. Das macht Neidkomplexe auf etc. Das ist nicht relevant
direkt für die Lösung der Flüchtlingsfrage ist. Es ist aber sehr wichtig für ein soziales Klima, von dem wir reden hier, wenn wir sagen, wie begegnen sich die Menschen? Weil all diese angestauten Gefühle kriegen alle untereinander ab. Ja? Und dann noch in dem Sprachnirwana. Auf Lesbos gibt es 60-75% geschätzt Afghanen. Ich kann mich mit diesen Leuten unterhalten und sie waren immer wieder taucht er auf, wir können uns hier gar nicht verständigen, wir verstehen die Einheimischen nicht, die verstehen uns nicht. Also es fehlt so ein Ansatz von runder Tisch des Dialoges, aufarbeiten und auch ein Konzept von Integration. Zumindest um diese lange Wartephase, die Asylanfragen oder Prüfungen dauern bis zu 2,5 Jahre manchmal. In der Phase muss man irgendwie menschlich zusammenkommen, sonst wächst dieser Kollaps-Effekt. Ja, Maria, hast du irgendwelche Informationen darüber, wie das dort auf den Inseln in der Bevölkerung aufgenommen wird, welche Rolle die NGOs dort spielen und welche Lösungsmöglichkeiten gibt es denn? Ich meine, die NGOs sind ja bestimmt auch ganz wichtige Akteure auf diesem Gebiet. Also ich finde, Martin hat das schon weitgehend beschrieben auch, worum es geht. Ich würde es vielleicht nochmal so sagen, es gibt ein sehr ambivalentes Verhältnis in Griechenland zu den internationalen NGOs, und zwar seit 2016 eigentlich, weil tatsächlich viele das so empfinden, jetzt kommen zigtausende Organisationen mit ganz, ganz viel Personal, um hier zu helfen, die Geflüchteten zu unterstützen, und es gab tatsächlich, ich würde sagen 2016, 2017, eine große Frustration in der Bevölkerung darüber, also in Teilen der Bevölkerung und auch im, ich sag mal, eher linken, demokratisch-emanzipatorischen Spektrum von Leuten, die sehr viel mit Geflüchteten auch zusammengearbeitet haben, darüber, dass sie den Eindruck hatten, diese internationalen Organisationen kommen, gucken sich nicht an, in welchem gesellschaftlichen Kontext sie sich eigentlich bewegen, sondern machen ihr Ding. Ganz oft sind es sehr, sehr junge Leute auch gewesen, die mit sehr viel Engagement gekommen sind, aber natürlich in erster Linie, um Geflüchteten zu helfen. So, und die griechische Bevölkerung, auch vor allem auch Leute, die aktiv waren in der Flüchtlingssolidarität, haben oftmals tatsächlich sehr schwer damit kämpfen müssen, mit diesen NGOs überhaupt in Kontakt zu kommen und in Austausch zu kommen und auch über lokale Kontexte zu reden und über Nachhaltigkeit. Weil natürlich viele dieser NGOs nicht gekommen sind, um hier nachhaltige Integration zu betreiben, sondern um Nothilfe zu leisten. So, und für viele in Griechenland war aber klar, wir müssen uns damit beschäftigen, dass viele der Menschen, die hier sind, hier bleiben werden. Nicht, weil sie es wollen, sondern weil sie es müssen. Das heißt, wir müssen viel stärker darüber nachdenken, wie wir Integration und Inklusion auf die Beine stellen. Und das hat oftmals in der Zusammenarbeit mit vielen dieser internationalen NGOs oder der internationalen Mitarbeiterin von NGOs nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Deswegen haben NGOs, gibt es schon ein gewisses ambivalentes Verhältnis zu denen. Ich glaube, die neue Regierung hat mit dazu beigetragen, dass diese Aggression gegen NGO-Mitarbeiterin auch so eskaliert ist. Also dass es überhaupt zu diesen verbal, aber auch physischen Angriffen gekommen ist. Die griechische Regierung hat im Grunde seit kurz nach ihrer Wahl auch eine Medienkampagne gegen NGOs eigentlich angestoßen. Hat den NGOs Menschenschmuggel vorgeworfen, Diebstahl, Betrug, alles Mögliche. Also vor allem, dass sie sehr viel kriminell auch unterwegs sind. Im Ergebnis wurde auch ein NGO-Gesetz verabschiedet in Griechenland. Das gab es vorher nicht. Das vorsieht, dass man sich registrieren muss, also dass die jeweilige NGO sich registrieren muss, dass alle Mitarbeiter angegeben werden muss, der genaue Zweck der Tätigkeit, was für viele NGOs erstens mal eine große Hürde ist, aber natürlich auch so ein bisschen den Eindruck in die Bevölkerung gestreut hat, da müssen wir ganz vorsichtig sein mit dem. Und ich glaube, das hat ein bisschen dazu beigetragen, auf den Inseln, wie Martin es schon gesagt hat, glaube ich, hat tatsächlich auch so einen Ermüdungseffekt, eine Erschöpfung mit dazu beigetragen, dass sich zumindest Teile der Bevölkerung auch diesen rechtsradikalen Gruppen, die ja gar nicht so groß waren, die waren ja sehr groß in den Medien, aber
tatsächlich waren es ja gar nicht so viele Menschen, aber es haben sich eben einige aus der Bevölkerung angeschlossen. Und das hat den Eindruck erweckt, die gesamte Insel Lesbos bestehe jetzt aus Nazis, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Wenn ich da noch zwei Sachen vielleicht zu sagen darf. Das erste ist, glaube ich, was jetzt jüngst in den Medien war von der identitären Bewegung und sowas, die vor Ort waren, übrigens die gleichen, die vor zwei Wochen dann noch gesagt haben, die Pleite Griechen, die haben dann zwei Wochen später gesagt, jetzt verteidigen die doch unser Europa. Das war, glaube ich, eine unmittelbare Folge auch der Situation an der Grenze, der Grenzöffnung und der Reaktion der griechischen Regierung. Ich meine, es gab Pushbacks vorher, es gab diese ganze Situation vorher, aber die hatten nicht den offiziellen Segen der Regierung. Wenn die Regierung sich hinstellt und sagt, es ist okay, dass gewalttätige, freiwillige Grenzschützer uns helfen und sich bei dem bedanken, wenn die EU-Kommission kommt und sich bedankt, dass Griechenland das Schild Europas ist und wenn es ein Dekret gibt, was Asylantragstellungen außer Kraft setzt, dann ist das ein Dammbruch, glaube ich. Ich bin jetzt kein Soziologe, aber ich habe das als Dammbruch empfunden. Und ich glaube, das war irgendwie ein ganz entscheidender Trigger für die ganze Situation, die dann eskaliert ist und die übrigens der Boden ist, auf dem man die ganze Corona-Situation jetzt sicherlich auch betrachten muss. Das ist ein Ausnahmezustand, der auf den Ausnahmezustand aufgekommen ist. Und vielleicht ganz allgemein aus einer juristischen Perspektive zu diesen NGOs, die es auf den Inseln gibt, sind natürlich auch nur eine Reaktion. Denn wenn man Hotspots mit abertausenden Personen, die da wirklich einfach eingesperrt werden, die Insel nicht verlassen können, installiert und wenn man dann da europäische Agenturen wie Frontex und wie EASO hinschickt, um die Administration, um die Regierung, um den Staat zu verstärken, dann bleibt der Grundsatz der Waffengleichheit, der irgendwie ein rechtsstaatliches Gebot ist, schon einigermaßen eindeutig auf der Strecke, denn die Personen, die da vor Ort sind, die können es ja überhaupt nicht leisten. Ja. Deshalb sind NGOs und sind europäische NGOs, die vielleicht aus anderen europäischen Ländern kommen, für mich auch ein Ausdruck europäischer Solidarität. Denn wenn der Staat sich europäisch verstärkt, dann muss sich auch die Zivilgesellschaft europäisch verstärken. Wie man sich vor Ort gibt und wie man die ganze Situation bewertet, ob man dann von außerhalb kommt, sich inszeniert, das ist natürlich eine ganz andere Ebene, über die man diskutieren muss. Also, aber Lager auf Inseln mit 40.000 Menschen werden auch unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten dazu führen müssen, dass man irgendwie eine Gegenöffentlichkeit, irgendwie eine Zivilgesellschaft etabliert und irgendwie eine Rechtsvertretung etabliert. Sonst wird Rechtsschutz, und das ist es sowieso schon, zur absoluten Ressourcenfrage. Und da muss man ein bisschen gehen. Also es wäre jetzt keine Lösung, die NGOs dort abzuziehen, sondern vielleicht müsste man eben an Martin anknüpfen, der gesagt hat, also runde Tische einrichten oder so. Ist das eine realistische Perspektive? Oder also, um nicht falsch verstanden zu werden, die Lage ist in all der Schwierigkeit immer noch besser, als sie ohne viele der NGOs oder mit den ganzen NGOs wäre. Das ist ja von Robert eben richtig angeklungen. Es gibt trotzdem Lessons learned aus jeder dieser Krisen. Und es ist ein Faktum, dass die meisten Medien, Leitmedien inklusive, sehr kurz auf den Inseln sind. Ja? Also jeder Reporter, der über 4 Tage da ist, das ist lang. Und die lokale Bevölkerung inklusive der Autoritäten sind dann immer sehr erstaunt über die negativen Schlagzeilen und keiner hat mit ihnen gesprochen. Stellen wir uns das bei uns vor, in unserem Umkreis, ja, wenn sich, ist, glaube ich, jeder kann verstehen, was ich meine. Und daraus kann man lernen, weil es hat was damit was zu tun, die Arbeit noch effektiver zu machen. Das ist es im Grunde. Und meine andere Empfehlung kann ich nicht sagen. Es ist eigentlich ein Wunsch. Also die Menschen, die auf Lesbos in Moria sind, die sind in einem derart großen Ausmaß, leiden die unter Depressionen. Und auf dieser räumlichen und zeitlichen Enge ist eigentlich ein derart größeres Maß noch als in Deutschland von kompetenten Leuten, die sie in geringer Zeit, weil die meisten Helfer sind ja doch nur begrenzte Zeit auch da und da zählt jeder Tag, jeder Stunde, um denen ein Maximum unserer Kompetenz, unseres Wissens zu geben, unserer nicht nur Empathie, sondern auch all das, was an
qualifizierter Hilfe sie erwarten können. Da denke ich in der Tat auch, genauso wie bei den Aufbauten, die man machen muss, wenn man dieses Lager also idealerweise teilevakuiert oder am besten die Problematik als Ganzes löst, aber das ist eine Utopie in kurzer Zeit, dass man da sich gegenseitig sensibilisiert füreinander. Das hat auch was mit Sprachen zu tun. Ich kam in Afghanistan, kleine Anekdote, ich kam in Afghanistan vor Jahren an bei meiner ersten NGO. Da hatten die gerade den Sprachunterricht in der lokalen Sprache Persisch abgeschafft. Ja? Eine Entscheidung, wie sie dümmer nicht sein könnte. Jetzt haben wir schon ein paar Mal also auch die Situation mit Corona angesprochen. Vielleicht sollten wir darauf jetzt auch noch mal eingehen. Also es kommt einem ja doch irgendwie sehr unwahrscheinlich vor, dass in diesen Verhältnissen auf diesen Inseln, in diesen engen, beengten Verhältnissen, wo jetzt, was man ja weiß, auch für 1300 Menschen eine Wasserstelle da ist, dass es da immer noch keine solchen Situationen gibt. Ist das wirklich glaubwürdig? Und was wird geschehen, wenn das dort passiert? Also ja. Vielleicht ganz kurz. Es gibt ja in zwei griechischen Camps schon bestätigte Corona-Fälle. Mhm. In Arizona und in Malakassa. Und das sind beides Camps auf dem Festland. In Malakassa sind ca. 1700 Personen, in Arizona 2400 etwa. Die sind jetzt unter Quarantäne gestellt. Also die sind unter Quarantäne gestellt und es wurde behelfsmäßig quasi sowas auch wie Zonen eingerichtet. Aber tatsächlich sind diese Camps natürlich dafür nicht ausgestattet, dass da irgendeine Form von Distanz herstellbar wäre. Also weder und auch keine wirkliche Isolierung der Betroffenen, also der Infizierten. Das heißt, also zynisch gesprochen setzt die griechische Regierung und natürlich auch mit Unterstützung der EU da auf Herdenimmunität. Ja? Also da ist klar, die sperren wir jetzt ab und ein und hoffen, dass es nicht so schlimm wird und dann mal gucken. Während die Bevölkerung insgesamt hier unter einem Lockdown lebt im Moment. Man nur auf die Straße gehen darf, wenn man vorab eine Genehmigung einholt und angibt, zu welchem Zweck man auf die Straße geht. Die Kontakte zu den Camps sind natürlich auch gekappt. In Moria wurde, schon im März wurde ja quasi diese starke Mobilitätsbeschränkung eingeführt, die auch damit verbunden war, dass eben niemand mehr reinkommen sollte. Was einige sogar befürwortet haben und gesagt haben, naja, das Virus kommt ja eher von außen rein, als dass wir von innen es raustragen. Aber also im Grunde das ist natürlich nur eine Frage der Zeit. Und wir wissen auch gar nicht, wie viele Leute in den Camps vielleicht schon infiziert sind, weil ja nicht getestet wird. Also es wird ja nur ganz wenig getestet, was übrigens in Griechenland insgesamt so ist. Also Griechenlands Corona-Zahlen sind ja wahnsinnig moderat und man hat den Eindruck, oh, die haben das alles wunderbar im Griff hier. Das ist überhaupt nicht der Fall. Also es wird nicht getestet oder sehr, sehr wenig. Ich glaube, in Moria haben sie jetzt 2-3 Container aufgestellt und ein bisschen medizinisches Personal dort irgendwie abgestellt, die natürlich aber gar keine wirkliche Intensivbehandlung machen können, wenn es notwendig ist, was ein Problem ja auf allen Inseln ist, generell. Aber im Grunde sagt man, die Bevölkerung insgesamt soll sich irgendwie in Social Distancing üben und möglichst nicht in Kontakt miteinander sein. Und bei den Camps sagt man, wir stellen sie unter Quarantäne und dann können die Leute sich dort gegenseitig anstecken. Und das also Nee, gerne. Also das hat ja erstmal zwei Auswirkungen, denke ich, die Corona-Krise. Das eine ist, dass sozusagen der Fokus weggerückt ist von der Situation der Geflüchteten in Griechenland. Und zunächst mal das, ne? Also dass wir jetzt uns eigentlich gar nicht mehr weiter damit beschäftigen müssen, sondern dass wir lieber 100.000 deutsche Urlauber aus Neuseeland oder sowas zurückholen, als dass wir uns mit dieser Situation beschäftigen. Das Zweite ist ja, dass man dachte, naja, in dieser komplizierten Situation können wir jetzt auch gar nicht mehr so viele aufnehmen. Deswegen nehmen wir jetzt auch nur noch 50 begleitete Jugendliche auf. Bringen uns ja nur Corona hier rein. Ne? Also das sind so die Argumente, die dann da kommen. Meine
Vielleicht ganz kurz nochmal zu den Maßnahmen in Griechenland und ganz kurz davor nochmal zu dem, was es in Deutschland an Kapazitäten gäbe. Also Resettlement, das ist die humanitäre Aufnahme von außerhalb von Europa. Das wurde ausgesetzt und Resettlement findet immer in eine bestimmte Einrichtung in Deutschland statt. Das ist das Lager Friedland und das ist im Moment komplett leer zum Beispiel. Da könnten Personen hin zusammengeführt werden und da ist auch eine Isolation möglich. Das ist was ganz anderes sicherlich als eine Intensivstation und so weiter, falls es dazu kommen sollte. Aber das ist auch was ganz anderes als Moria. Vielleicht mal dahingehend ins Unreine gesprochen, was es für Möglichkeiten gäbe und das ist sicherlich nur ein Beispiel. Was Griechenland betrifft und was die Lager betrifft und die Corona-Maßnahmen, die da getroffen werden, betrifft, weiß, glaube ich, oder ich bin kein Mediziner und nach allem, was man wissenschaftlich so hört, läuft alles auf die Katastrophe hinaus. Dazu kann ich jetzt aber nicht viel mehr sagen als das. Ich weiß, dass es in Moria in Abschiebehaft, wo übrigens immer noch relativ viele Leute sind, obwohl sie sicher nicht abgeschoben werden können, denn es gibt keine Abschiebung in die Türkei im Moment. Da gibt es eine isolierte Person zum Beispiel. Keiner weiß so richtig, warum. Keiner hat ihnen gesagt, wieso. Und in der Medienberichterstattung habe ich die jetzt noch nicht auftauchen sehen. Es gab Maßnahmen von der griechischen Regierung, die getroffen werden sollen und die laufen alle darauf hinaus, dass Leute im Prinzip das Camp nicht verlassen sollen und die Behandlung im Camp stattfinden soll. Also es gibt Hygieneartikel, die ausgegeben werden. Man muss sich aber in den Camps vorstellen, dass man sich dann entscheiden muss, ob man essen will oder ob man Hygieneartikel haben will oder ob man zum Arzt gehen will, weil man sich für alle drei unterschiedlichen Sachen jeweils um 6 Uhr morgens anstellen muss und erst um 12 dran ist. Man verbringt das Leben in diesen Camps in Schlangen. Das hat man vorher und das verbringt man erst recht jetzt. Und diese Schlangen, da sind natürlich nicht 2,5 Meter Abstand zwischen den Personen. Das vielleicht auch nochmal als Verbildlichung dessen. Eine andere Maßnahme war, dass man Geldautomaten in den Camps aufbauen will. Ja. Geldautomaten, um da dann eben Geld abzuheben. Das monatliche Geld kommt von UNHCR und das kriegt man auf so eine Geldkarte. Und das hätte dann dazu geführt, dass Leute das Camp verlassen. Aber die Geldautomaten sind noch nicht aufgestellt. Deshalb hat man jetzt entschieden, naja, wenn es keine Geldautomaten gibt und wenn die Leute das Camp auch nicht verlassen dürfen, dann zahlen wir erstmal kein Geld aus. Ja. So, das ist dann eben auch eine Folge dessen. Und alles ist darauf ausgelegt, die Pandemie im Camp zu behandeln, was natürlich von der Perspektive, die sich mir jetzt bietet, ohne, wie gesagt, Ahnung zu haben, absolut zum Scheitern verurteilt ist. Aber das ist ja interessanter Punkt, zum Beispiel das mit dem Geld. Es zeigt bis in die kleinsten Details die Entrechtung, andauernde, verlängerte Entrechtung all dieser Menschen zusätzlich noch in der Corona-Krise. Das andere, was ja auffällt, ist, während unsere Regierungen uns landesweit, europaweit versuchen, mit Plänen zu versorgen, die uns Sicherheit suggerieren sollen und die auch behaupten, dass es für ganz Europa gilt, ist auf diese Bevölkerungsgruppe, erfahren wir keine Details, die diese Menschen in erster Linie, aber auch uns ja in Sicherheit wiegen. Denn wenn es ausbricht, hat das natürlich für uns alle enorme Folgen. Möglicherweise hat es mit einer großen Scham zu tun. Denn wenn EU-Politiker von Frau Merkel angefangen bis Herrn Mitsotakis einen Plan entwickeln müssten, da würden sie sehr leicht das Geständnis machen, dass sie eben über viele Dinge in dem Lager keine Kenntnis haben und so weiter und so fort. Und da zeigt sich eine Klassenpolitik von berechteten und entrechteten Menschen, die hier noch weiter in einen Unterschied getrieben wird. Also man muss es nochmal ausweiten. Es geht ja jetzt auch nicht nur um das Lager, sondern wenn man jetzt die Frontex-Aktion anguckt und die Geflüchteten über das Mittelmeer, die dort also von den Schiffen aufgenommen werden, jetzt auch nirgends mehr anlanden dürfen, weil sie eben die Corona-Gefahr nach Deutschland bringen oder nach Europa bringen. Ne? Also Corona im Grunde diese ganze Situation weiter verschärft. Wenn jetzt gerade von euch niemand was dazu sagen muss, dann würde ich jetzt mal die Katharina fragen, ob es irgendwelche Fragen aus dem Publikum gibt, die wir mal einspielen sollten. Ja, könnt ihr mich hören? Ja. Super.
Es hat drei Fragen gegeben. Die eine, erste Frage richtet sich mit Sicherheit an Maria Oschana, nämlich was tut das Athener Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung konkret vor Ort? Das andere bezieht sich wieder auf die Lage in Griechenland, nämlich wie dort die Presse darüber berichtet und die sonstigen Medien. Die dritte Frage ist recht allgemein, welche Lösungsansätze seht ihr und sehen wir? Und eben, was können wir hier vor Ort tun, um zu helfen? Und dann gab es noch eine Anmerkung zum Rechtsstatus der Geflüchteten auf den Inseln, dass Menschen mit Flüchtlingsstatus die Insel auch verlassen dürfen. Das so ist eine Zusammenstellung von dem, was jetzt reingekommen ist. Danke. Okay, gut. Das sind alles drei interessante Fragen. Wer will jetzt mal was übernehmen davon? Über das Büro kann natürlich nur Maria noch mal was sagen. Ne? Ja, ich kann ja kurz anfangen. Das ist natürlich auch gar nicht so eine einfache Frage oder das ist nicht so einfach zu beantworten. Wir haben ja als Stiftungsbüro eigentlich diverse Projekte laufen mit verschiedensten Partnerinnen und Partnern, die zum Teil gar nicht im Moment weitergeführt werden können, weil wir im Lockdown sitzen und weil unsere Partnerinnen und Partner nicht arbeiten können. Wir haben irgendwie Veranstaltungen, Ausstellungen, alles Mögliche absagen müssen. Wir versuchen uns gerade, und das machen wir natürlich auch in enger Absprache mit der Zentrale in Berlin, auf die neue Situation insofern einzustellen, dass wir auch gucken, welche Möglichkeiten haben wir eigentlich, weil wir tatsächlich als politische Stiftung keine humanitäre Hilfe leisten können. Das heißt, wir müssen schon überlegen, wie können wir eigentlich selber und wie können wir Partnerinnen und Partner unterstützen, die jetzt natürlich ihre Arbeit auch umgestellt haben auf Nothilfe, auf Lebensmittelversorgung, auf Unterstützung, die eigentlich so nicht geplant war. Da sind wir jetzt, also ich finde es jetzt schwierig, einzelne Projekte zu nennen, weil die alle gerade in der Entstehung und im Aufbau sind. Das, was ich vielleicht am einfachsten sagen kann, ist, dass wir gerade dabei sind, auch Informationen zusammenzutragen, weil tatsächlich wir den Eindruck haben, dass relativ wenig außerhalb Griechenlands, aber auch in Griechenland darüber bekannt ist, welche Folgen eigentlich diese Corona-Krise hat, und zwar unmittelbar und jetzt konkret, aber auch langfristig. Also die wenigsten Menschen, selbst in Griechenland, wissen was darüber, über die Situation vieler Migrantinnen und Migranten in Griechenland, die jetzt nicht dadurch, dass sie in Moria sind, ein bisschen Medienaufmerksamkeit bekommen, sondern die illegal in Griechenland sich aufhalten, die Domestic Workers sind, viele Migrantinnen und Migranten, die obdachlos sind. Es gibt Auswirkungen auf die Gesamtgesellschaft. Natürlich, viele verlieren ihre Arbeitsplätze jetzt schon. Viele prekär Beschäftigte werden von Nothilfeprogrammen überhaupt nicht erfasst. Das heißt, für manche Leute ist jetzt schon mit der Aussicht, dass diese Maßnahmen Geschäfte geschlossen, Arbeit teilweise nicht möglich, Tourismusbranche komplett am Boden, dass viele jetzt schon Existenzangst haben, und zwar wirklich insofern, als dass sie nicht wissen, ob sie ihre Miete nächsten Monat bezahlen können und essen können. So, und darüber müssen wir natürlich irgendwie, das ist eine Sache, die wir uns jetzt vorgenommen haben, wo wir jetzt anfangen mit Partnerinnen und Partnern zusammen, darüber zu informieren und auch natürlich Arbeitskämpfe mit zu unterstützen, denn die sind dringend nötig mit diesen derzeitigen Maßnahmen. Das ist in Deutschland, wird das ja auch sehr kritisch diskutiert. Mit diesen Maßnahmen wird natürlich auch, gibt es natürlich auch eine gewisse autoritäre Versuchung, also bestimmte Einschränkungen von Bürgerrechten vielleicht nicht nur temporär, sondern auch permanent umzusetzen. Das beobachten wir. Zur Frage von den Geflüchteten, was wir machen im Rahmen unserer Möglichkeiten, ist vor allem die Kampagnen zu unterstützen, weil das im Moment tatsächlich aus unserer Sicht wirklich eine der wenigen Perspektiven, die wir sehen, nicht die Lager aufzulösen. Ich glaube auch, das ist im Moment utopisch, aber dass überhaupt tatsächlich jetzt ein paar Leute aus den Lagern rausgeholt werden, ist auch großen Kampagnen wie denen von Seebrücke zu verdanken. Und da ist tatsächlich die Arbeit, die vor allem zivilgesellschaftliche Organisationen in Deutschland, aber auch in Griechenland machen, wahnsinnig wichtig. Und die jetzt massiv zu unterstützen
und uns daran zu beteiligen. Das ist einer der Schwerpunkte unserer Arbeit jetzt. Und da, wo wir können, versuchen wir auch auf den Inseln mit Partnern Unterstützung zu leisten. Aber da sind unsere Möglichkeiten als politische Stiftung tatsächlich ein bisschen begrenzt auch, muss man sagen. Das führt ein bisschen zu der Frage, also was tun, die heben wir uns aber mal für den Schluss auf, würde ich mal sagen. Nur die Frage stand ja auch nach der Presse und der Öffentlichkeit in Griechenland. Also ich fürchte, da bist du jetzt auch wieder die Ansprechpartnerin oder möchte jemand anders was dazu? Ach so, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Frage war, wie in der Presse über die Geflüchteten berichtet wird oder? Katharina, kannst du es vielleicht nochmal sagen? Die Frage war, wie die griechischen Medien und in der Öffentlichkeit über die Situation in den Lagern berichtet wird. Okay, also die großen Medien, die großen privaten Medien, die stehen der Regierung sehr nah, kann man sagen. Also die unterstützen die Politik, die Regierung sehr stark und im Grunde vermitteln die, dass die Regierung hier absolut angemessen agiert. Also, dass es völlig richtig ist, die Lager, die von Covid-19 betroffen sind, unter Quarantäne zu stellen. Es wird in den Medien mit großem Tamtam von diesen zwei Containern berichtet, die jetzt vor dem Camp von Moria aufgestellt wurden. Und es wird eigentlich in den großen Medien ein sehr, sehr positives Bild von der Regierungspolitik und den Maßnahmen der Regierung gezeichnet. Und die kleineren, also etwas progressiveren Medien, die leider nicht so eine große Reichweite haben, die sind natürlich deutlich kritischer, erreichen aber eben auch nicht den Großteil der Bevölkerung. Das muss man einfach sagen. Und das Fernsehen, also die Privatsender sind auch komplett auf Regierungslinie. Und das staatliche, also das öffentlich-rechtliche Fernsehen, ERT, untersteht unmittelbar, also die Kontrolle dieses Staatssenders untersteht unmittelbar dem Ministerpräsidenten. Und es hat zum Beispiel kurz nach der Grenzöffnung der Türkei hat es mal kurz eine Nachrichtensperre gegeben, die aus dem Büro des Ministerpräsidenten direkt kam. Also es durften Journalisten von ERT kurzfristig über mehrere Stunden nicht von der Grenze berichten. Und es wurde danach massiv kontrolliert, wie von der Grenze berichtet wird. Das heißt also, freie Presse ist in Griechenland nicht wirklich gegeben. Und das Narrativ eigentlich ist im Großen und Ganzen, wir müssen uns vor den Migranten schützen. Und weil die sind, auch wenn jetzt nicht direkt gesagt wird, die haben Corona gebracht, das ist nachweislich nicht der Fall, das würde auch niemand behaupten. Aber das Narrativ bleibt einfach das, Lager zu, dann kann uns nichts passieren, bloß niemanden mehr auf die Inseln lassen. Also es wurden auch Pushbacks werden hier nicht mehr kritisch beobachtet. Das ist sozusagen die unbeabsichtigte Folgewirkung dessen, dass Syriza damals die Privatisierung von ERT verhindert hat und dass das jetzt sozusagen Staatsrundfunk ist. In dem Zusammenhang kam ja auch gerade noch eine weitere Frage rein, nämlich wie es eigentlich zu bewerten ist, dass die Geflüchteten in den Lagern Bedingungen ausgesetzt sind, unter denen sie sich ja fast mit Sicherheit gesundheitlich zu Schaden kommen oder eben Corona bekommen, ob da irgendjemand für belangt werden kann. Eine Frage an den Juristen. An den Juristen, genau. Ja, also vielleicht ganz kurz, ja, Leute mit Flüchtlingsstatus können die Insel verlassen. Auch Leute mit jeder Form von internationalem Schutz können die Insel verlassen. Die Situation von Personen, die internationalen Schutz zuerkannt bekommen haben, zum Beispiel einen Flüchtlingsstatus in Griechenland, ist eine Diskussion für sich. Die ist auch extrem prekär, kann man sagen. Nach 6 Monaten laufen die Leistungen aus und so weiter. Aber darauf brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht im Detail eingehen. Aber es gehört irgendwie zum Gesamtbild dazu, genauso wie die Lage auf dem Festland zum Gesamtbild dazugehört, weil die von den Inseln aus gesehen immer als Land, wo Milch und Honig fließen, wahrgenommen wird. Und das ist nun auch nicht unbedingt der Fall. Das Festland ist so ein Chiffre für weg von den Inseln. Aber besonders im Norden bedeutet weg von den Inseln auch, dass es überhaupt gar keine NGO-Dichte mehr gibt und so weiter und die Betreuung viel schlechter ist und das im Prinzip eine Black Hole ist, was vieles betrifft, auch Pushbacks und so weiter, aber das ist eine ganz andere Frage sicherlich. Wen kann man dafür belangen, ist eine sehr gute Frage, aber auch eine sehr schwierig zu beantwortende Frage, die juristisch irgendwie in sehr viele Details geht, aber das zeigt
ganz eindeutig das eigentliche Problem der ganzen Sache, nämlich, dass man Zuständigkeiten extrem schwer adressieren kann. Wir haben es hier irgendwie mit einem Projekt zu tun, was eindeutig von der Europäischen Union initiiert worden ist. Es gibt die Europäische Migrationsagenda, die rührt von 2015 her, wo diese Hotspots installiert worden sind. Und es gibt den EU-Türkei-Deal, der auch ein Instrument der Europäischen Union ist. Und es gibt dann die Umsetzungspflicht, die bei Griechenland liegt. Die Europäische Union sagt, naja, wir geben Griechenland so viel Geld, die sollten das jetzt mal langsam implementieren und sollten dahingehend auch mal, was Menschenrechtsschutz betrifft, zu Potte kommen. Griechenland sagt, naja, wir sind nur zuständig für die Implementierung und es sind die EU-Projekte. Und das führt zu einem Zuständigkeits-Ping-Pong, was man einfach schwer juristisch fassbar machen kann. Es gibt sowieso im Europarecht, und damit geht es dann wahrscheinlich zu weit ins Detail, aber es gibt im Europarecht extrem wenige Instrumente, mit denen man die Europäische Kommission, Frontex oder EASO direkt angreifen könnte oder das Verhalten von denen irgendwie einer gerichtlichen Überprüfung zuführen könnte. Es gibt ein paar, die aber einigermaßen kompliziert sind. Man könnte zum Beispiel versuchen, eine Schadensersatzklage gegen die Kommission geltend zu machen. Das wurde bis jetzt noch nicht gemacht, weil es juristisch auch schwierig ist. Man kann auch gegen Frontex vorgehen zum Beispiel. Da gab es jetzt jüngst vielleicht, und damit schließe ich dann auch ab, ganz interessant für die Zuhörerinnen und Zuhörer einen Fall, wo eine deutsche NGO fragt den Staat, die Transparenzklagen macht, eine Transparenzklage gegen Frontex verloren hat. Die wollten die Einsatzpläne von Frontex in Griechenland haben und Frontex danach die Anwaltskosten in Rechnung gestellt hat. Frontex, eine riesen europäische Agentur, die über ein Heer von Juristinnen und Juristen verfügt, hat also noch Anwälte bemüht und Frontex hat 24.000 Euro dieser NGO in Rechnung gestellt. Das ist auch eine Strategie, die dann natürlich dazu führt, dass wir uns oder andere NGOs sich fünfmal überlegen, ob man da juristisch gegen europäische Institutionen, Agenturen vorgeht. Ich glaube, das führt jetzt eigentlich auch zu der letzten Frage, die ich mir hier notiert habe. Also was können wir denn jetzt tun? Und ich glaube, so für mich ist ein zentraler Punkt also wirklich, dass man sich mit der Politik der Europäischen Union auseinandersetzen muss, die in dieser Frage sowas von komplett versagt hat und nur Peinlichkeiten eigentlich produziert und damit ihren Anspruch, also Menschenrechte in der Welt zu verteidigen, sowas von Absurdum führt. Und das betrifft ja nicht nur Griechenland, sondern das betrifft auch Italien, wo es dann darum geht, was machen wir mit den dort anlandenden Geflüchteten und wo kommen die hin, wo von Solidarität überhaupt nicht zu spüren ist. Also sagen wir mal, es ist zunächst mal so meine moralische Empörung darüber, aber was kann man sonst noch tun? Also auf einem ganz anderen Tableau, wie der Robert, aber auch ergänzend, weil es mit Verantwortung zu tun hat, politischer, nicht juristischer. Wenn wir, und Moria ist sozusagen das Symbol dieser zum Teil hausgemachten europäischen Krise. Und das andere ist ja ein globales Phänomen der Migration und der Flucht. Und was mir für mich viel zu kurz kommt in dieser Debatte, nicht in unserer Debatte, aber wenn man erweitert, denkt, warum? Das ist einfach die Bekämpfung der Fluchtursachen. Und da müssen wir, das wäre eine andere Diskussion für einen anderen Tag, da müssen wir ausführlich mal über die Bedingungen der Intervention in den Konfliktländern der letzten Jahrzehnte und unsere Entwicklungspolitiken und der Aufteilung von militärischen Budgets und zivilen Budgets, dem Unverhältnis reden. Konkret zum Beispiel an Afghanistan festgemacht. Wir haben viele Chancen verpasst und die können wir auch nicht wieder nachholen in einem Land wie Afghanistan. Arbeit, eine Ökonomie, Verdienst, Perspektive für Menschen zu schaffen, damit sie bleiben. Zum Beispiel Massivindustrie, Solarindustrie. Das hat man in afrikanischen Ländern gemacht, auch mit deutscher, europäischer Hilfe. In Afghanistan hat man es 15 Jahre lang unterlassen, kommt jetzt, wo das Land viel zu unsicher ist, und ruft dazu auf, in Solarindustrie zu investieren. Also da macht man sich ähnlich unglaubwürdig wie bei vielen Dingen, über die wir jetzt gesprochen haben. Es ist ein Generationenprojekt, Mehrgenerationenprojekt, die Fluchtländer
in eine bessere Ausgangsposition zu kriegen. Häufig hängt es mit korrupten Eliten zusammen, die wir selbst am Leben erhalten und so weiter. Also die Probleme sind vielfältig. Aber wir sind es uns schuldig, auch angesichts unseres Narrativs, dass wir einmal ernsthaft anfangen, auch das anzugehen. Das finde ich gut, dass du diesen Blick jetzt nochmal auf die Geflüchteten gerichtet hast. Woher kommen wir eigentlich und was können wir tun, um diese Fluchtursachen zu bekämpfen? Wer möchte noch ein Schlusswort sprechen von euch? Ja, also ich meine, das ist ein Versagen der Europäischen Union ist. Das kann man, glaube ich, ganz eindeutig sehen. Gerade Anfang März in Griechenland sind Sachen passiert, die man nicht mehr rückgängig machen kann, glaube ich. Sich hinzustellen und eine Sache zu beobachten, die fundamental gegen alle Werte verstößt, auf denen sich die Union irgendwie gründet. Das ist eine Sache, die gab es vorher in der Form noch nicht. Und dahingehend kommt man, glaube ich, auch schwer wieder den Schritt zurück, der da über eine rote Linie gesetzt worden ist. Das war sicherlich schon der Geburtsfehler des gemeinsamen europäischen Asylsystems, dass Schengen-Binnengrenzen, also Grenzen innerhalb der Europäischen Union, aufheben will. Und die Dublin-Verordnung will die aber wieder ziehen, die gleichen Grenzen, die aufgehoben worden sind. Und dahingehend muss man einfach bessere Lösungen für ein gemeinsames europäisches Asylsystem finden. Sonst wird dieses gemeinsame europäische Asylsystem am langen Arm verhungern. Ich glaube, das ist relativ eindeutig, dass jetzt der Wendepunkt entweder zu einer guten oder zu einer guten Wendung oder zu einem Ende des gemeinsamen europäischen Asylsystems bevorstehen könnte. Und ein neues gemeinsames europäisches Asylsystem, und damit machen wir sicherlich wieder eine Diskussion auf, die wir nicht zu Ende führen können, darf jedenfalls keine Grenzverfahren und keine Hotspots auf Inseln, die weit weg von dem europäischen Festland sind, enthalten. Denn das wird immer zu einer Lagerbildung führen und eine Lagerbildung an den Außengrenzen wird immer zu einer menschenrechtswidrigen Behandlung von Geflüchteten führen. Und das ist irgendwie eine langfristige Diskussion, was man kurzfristig tun kann, steht auf einem ganz anderen Blatt. Und da bin ich ganz bei dir, Maria. In Deutschland kann man jetzt nur politische Arbeit machen und sich den Kampagnen anschließen, die es gibt. Ich hatte gesagt, die werden jetzt nicht zu einer Komplettevakuierung führen. Aber ich finde die, was die Medienaufmerksamkeit und so weiter betrifft, einigermaßen erfolgreich. Ja, da sollten wir vielleicht auch nochmal auch auf die Seebrücke hinweisen, die ja auch als Aktion Mitveranstalterin dieser Podiumsdiskussion hier heute ist. Und die Katharina vertritt ja auch diese Organisation. Ich meine, es gibt ja immerhin fast 150 Gemeinden in Deutschland, die sich bereit erklärt haben, Geflüchtete aufzunehmen. Also wir wären ohne weiteres in der Lage, auch mehr als diese 5.000, die mal genannt wurden, hier aufzunehmen. Und jedenfalls sind diese 50 minderjährigen Unbegleiteten sind wirklich eher peinlich, als dass sie eine echte Hilfe sind, wobei es natürlich für jeden gut ist, dass er dort Schutz bekommen kann bei uns. Aber das wäre wirklich die erste Forderung, dass man da etwas tut. Ja, ich bedanke mich bei euch allen dreien oder vieren. Ich meine, auch der Salvador und die Katharina haben ja mitgeholfen. Und ich denke, dass wir doch einige Informationen hier rübergebracht haben und dass wir auch dieses Medium doch ganz gut genutzt haben, hoffe ich. Und ich hoffe, dass es euch auch einigermaßen gefallen hat, mit uns zu diskutieren. Und bedanke mich auch bei den Zuschauerinnen, die bis zum Schluss ausgehalten haben und noch nicht vom Fernsehen zu diesem Fernsehspiel mit der Frau Merkel und den Flüchtlingen abgeworben worden sind. Das kann man sich in der Mediathek ja auch angucken. Ja, danke. Danke auch von mir. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Schönen Abend. Ja, schönen Abend. Danke. Tschüss. Genau, schönen Abend. Danke.